Okay, ich fang mal an, ne? Ich fang da mal an. Oh, geh da mal einen rein. Nicht auch direkt so auf dieser scheiß Diele. Die Diele, ne? Du bist auch schon so eingenordet, Alter. Ich mach mal Rücken jetzt hier. Okay. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit Paddy. Oh, mit Leon. Und wir trinken heute einen richtig feinen Tropfen. Oh ja. Oh ja, was hast du denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht eine Riesenflasche Famous Grouse, weil uns erging das oftmals so, also diese Blended Scotch Whiskys, man muss ja einfach nur mal sagen, die sind einfach für den Erfolg des Whiskys verantwortlich. Die meisten Whiskys, die verkauft werden, sind immer noch solche Blended Scotch Whiskys. Wie Johnny Walker und Co. und Famous Grouse gehörte alle auch mit dazu. Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich jeder von euch im Supermarkt schon mal gesehen. Und ich bin immer, meistens kommt man halt an diesen Blends irgendwie, also als Single Malt Trinker, so wie wir das ja meistens sind, kommt man da einfach immer drüber, dass man halt die nie probiert. Also oder irgendwann mal probiert hat mit Cola. Ja, aber es ist meistens schon super lange her. Also genau. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich, also bewusst habe ich glaube ich noch nie einen Famous Grouse im Glas gehabt. Du hast mir den Naked Grouse irgendwann eingeschenkt. Stimmt. Der war lecker. Der war echt lecker. Das ist quasi die Malt-Blend-Version, also nur Single Malts vermischt. Richtig, genau. Kein Blended Scotch Whisky. Genau. Aber ich glaube, ich hatte den Standard Famous Grouse tatsächlich noch nie im Glas. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich hatte mal einen Famous Grouse im Glas, aber der kam aus den 60er Jahren. Okay, also gilt nicht so richtig. Gilt nicht so richtig. Das hat ein lieber Kunde von uns vorbeigebracht. Und das Ding, ne, ich habe den Geschmack noch im Kopf. Es war so ein Brett. Es war so ein Brett, weil ich glaube, das war halt noch so eine Abfüllung, wo halt diese alten Paxarette oder Paharette-Fässer mit drin waren. Dunkel wie die Nacht und hat einfach so geil dreckig geschmeckt. Das war echt ein Knaller. Also nochmal vielen Dank daran an dich, mein lieber unbekannter Spender. Wir wollen ja hier nicht Namen nennen, aber er weiß, wer gemeint ist. Kam halt so vorbei, hat gesagt, hier, mein Opa hat noch so eine alte Flasche stehen gehabt. Mega geil. Seitdem bin ich so ein bisschen, und seit Naked Grouse, muss ich sagen, den fand ich auch wirklich gut. Ja. Bin ich ein bisschen Fan. Wir fahren ja eh so ein bisschen die Schiene, dass wir uns gerne einfach mal so die günstigeren Whiskys angucken, weil wir ja auch immer nicht so die großen Fans sind, dass man so auf einem super hohen Ross sitzt und irgendwie mal auf die ganzen Leute herabguckt, die halt günstigere Whiskys trinken. Das finde ich ja generell immer nicht ganz so super cool. Ich verstehe natürlich, woher man kommt, weil wenn man dann irgendwie den 15 Jahre alten oder 18 Jahre alten geilen Single-Cask, Single-Schmask irgendwie im Glas hat, dann ist das natürlich kaum zu vergleichen mit einem 10-Euro-Blend. Aber das ist auch genau der Punkt. Es geht ja für uns auch darum zu gucken, Preis-Leistung. Genau. Ne? Wenn Whisky 10 Euro kostet, die Pulle, Famous Grouse, 10er, 15, keine Ahnung. Ne? Blenden wir euch ein. Dann ist das natürlich immer, kann man das natürlich nicht vergleichen mit einem 50-Euro Single Malt, ganz klar. Wir schnuppern richtig mal. Ne? Das ist ja auch ein Blended Scotch, ein Whisky, ne? Genau, Whisky also und so weiter. Wird dann auch billiger produziert. Ich blende euch ein paar Fotos ein von der Glenturret Distillery. Das ist nämlich ganz interessant, weil die Glenturret Distillery eine der kleinsten und wahrscheinlich die älteste noch produzierende Single Malt Distillery Schottlands. Mhm. Völlig underrated, irgendwie unterbewertet eigentlich, glaube ich, auch vom Single Malt her. Und die haben ganz lange Zeit so das Visitor Center für Famous Grouse gehabt. Das ist jetzt aber abgestoßen worden, glaube ich. Okay. Und machen jetzt ein bisschen mehr auf Single Malt. Ja, die haben jetzt eine neue Range raus. Genau, neue Range und... Famous Grouse Maus. Riecht für mich ein bisschen wie der Racke Rauchzart. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst, ja. Also, man hat so schon bissigen hellen Grain als erstes. Dann habe ich so viel Birne und so ein bisschen Nagellackentferner. Ich muss mal kurz... Hast du den da? Ja. Haben wir den noch da? Oh, da ist der Gute hier. Der Gute, danke. Der müssen wir ja auch mal ein Video zu machen. Haben wir nicht? Nee, den haben wir nur im Livestream mal verkostet. Ah ja, richtig, im Livestream nur. Riecht tatsächlich sehr ähnlich. Also, für mich fast gleich. Also... Ja, der stinkt ein bisschen, ne? Aber ist so ein bisschen muffig, bisschen sauer, ne? So ein bisschen saures Holz, frisch geschnittenes grünes Holz, ein bisschen ja, Früchte. Also ich Zitrone. Bin jetzt beim Grouse wieder. Ja, genau, Zitrone. Unreife Birne, weißt du, so eine harte Birne. Ja, genau, so Birnenschale auch ein bisschen irgendwie. Ja, Birnschale. Birnschale. Und dann so eine metallische Vanille. Ja, metallische Vanille ist ein guter, passt gut, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Ja, aber also riecht wie ein Blended Scotch Whisky. Ne? Ja, riecht wie ein günstiger Blend. Nicht scheiße, aber auch nicht beeindruckend. Ist ja. Kein Hätte Raum. Mich jetzt auch überrascht, ehrlich gesagt. Und irgendwie habe ich die Farbe Orange noch da drin, ich weiß aber nicht warum.
keine Ahnung. Na, so ein bisschen so eine matschige, nicht mehr ganz so gute Orange vielleicht. Ja, stimmt so. Weißt du, wenn du die im Schulranzen mal vergessen hast, genau. Die Orange und die halt schon ein bisschen grün ist, ja. In angenehm, muss man dazu sagen. Okay. Wollen wir abbeißen? Mal rein, ne? Ja, ne? Ja. Dann bis morgen. Prost. Süffig. Mhm. Mega süffig. Also mega süffig. Cremig. Ja. Leichte Butternoten für mich, so ein bisschen wie so eine Gebäck fast schon. Mhm. Fast schon so ein bisschen Irish. Also fast schon so ein bisschen irische Gebäck. So Vanilleplunder. Vanillekipferl habe ich eher. Ja. Aber die noch so einen Klecks Butter mit dran haben. Ich habe so, wie heißen das, dieses Gebäck von Croissants, wo ganz viele Schichten, ganz viel Butter drin ist. Blätterteig. Ja. Ne? Das heißt, ja, heißt Blätterteig. Genau. Wer ist noch der Croissant, wenn er kein Croissant ist? Blätterteig? Ja, aber also Blätterteig-Gebäck mit Vanillezeug drin. Ja, so, aber ich habe, weil er so süß ist, auch so Puderzucker. Deswegen habe ich an Vanillekipferl gedacht. Rein. Ja, aber ich sag, er ist mega süffig. Ne? Mhm. Ich meine, vor allen Dingen 40 Volumenprozente, kommt sehr dünn rüber, hat aber für mich jetzt keine Fehlaromen, bleibt ein bisschen scharf zurück. Ich will jetzt mal gucken, was der kostet. Bleibt ein bisschen... Immer so geil, wie wir vorbereitet sind. Ja. Ja, du, also ich habe die Flasche besorgt und das war Vorbereitung genug, ne? Also ich habe ja schon die Flasche aufgemacht, also mehr kann man auch nicht erwarten. Ja, jetzt mal ehrlich, also wer hier für Bildung einschaltet, der... Also ich gehe auch nochmal rein. Ja, erzähl doch mal nochmal. Mhm. Sag mal, warum fragt mich denn Google die ganze Zeit, ob ich zustimme? Naja, ob du abgehört werden möchtest oder nicht. Ja, weiß ich doch. Das wollen doch alle, oder nicht? Also die NSA möchte auch zuhören, was wir hier verkosten. Oh. Wir sind so wichtig, dass selbst in Amerika im Pentagon mittlerweile jeden Tag gucken die unsere Videos. Ja, Malt Mariner Fangemeinde. Ja, total. Hattest du so mit so einem amerikanischen Zelt. Oh, hallo Whiskey-Fans. Deswegen haben wir, ich habe neulich mal bei Google Analytics mal irgendwie geguckt, wer, also aus welchen Ländern Leute auf unsere Website gehen. Mhm. Und da ist Amerika ziemlich viel dabei, und ist halt auf Deutsch. Hello, Mr. Trump. Nice to meet you. Ja. Bist du Bescheid, ne? Mhm. Wir sind... Den finde ich ehrlich gesagt wirklich gefährlich süffig. Weil der einfach, der ist süß, vanillig, Vanillekipferl und hier so Gebäck passt halt irgendwie. 18 Euro ungefähr kostet er. Puderzucker, 18 Euro, circa. Kannst du echt nichts zu sagen. Also ich meine, der Cola wird ja wahrscheinlich noch pappsüßer. Kannst du wegmischen, so ein Highball. Ich könnte mir den eher vorstellen mit ein bisschen Soda, also so ein bisschen Mineralwasser drauf. Ich würde den so trinken. Ich glaube, der wird mir zu dünn. Ich finde den so, der ist ja so schon sehr, sehr wässrig. Aber lecker. Ja. Mit Wasser, mit Eis werde ich mir, glaube ich, also dann schmeckt es ja gar nichts mehr. Mhm. Ich finde, also, wie so oft halt, ne? Im Sommer entspannt wegsippen nebenher, tut nicht weh. Also mir würde da nicht wehtun. Mhm. Und ich finde es fast angenehmer als jetzt irgendwie ein Single Malt mit 46%, der da halt richtig Druck hat und Wumms hat, wenn ich wirklich nur sippen will, nicht nur trinken will. Mhm. Also, ne? Ja, so ein Begleiter zum Bier. Ja. Chaser, also, ja. Warum nicht? Ja. Ich meine, ich bin nicht so der riesen Fan von Blends, aber es gibt mittlerweile echt Situationen, wo ich merke so, ach, jetzt lieber irgendwas Entspanntes. Ja. So nicht die so aggressivste Fassstärke mit so viel Sherry-Rauch und irgendwas Wumms, das dann halt echt umhaut. Aber ich bin auch voll bei dir, weißt du, weil letztendlich ist es so, ich finde es immer gut, wenn ich sowas probiere und ich bin halt mal irgendwo, wo ich nichts anderes bekomme, dann kann ich halt wenigstens sagen, okay, nehme ich den, ich weiß ja, dass der schmeckt. Genau. Genau, bis irgendwo in, keine Ahnung, im Urlaub, in der Kneipe, wo halt echt, da steht dann halt ein Johnny Walker, ein Famous Grouse und noch irgendwie ein Jack Daniels und dann kannst du sagen, ja okay, den probiere ich jetzt oder den kenne ich schon, weiß ich, dass er für mich taugt so. Richtig. Genau. Warum nicht? Warum nicht? Mal alles mal probiert haben, ne? Ja, richtig. Man muss auch offen sein für anderes hier. Ja, man muss aber trinken, wenn man keinen Durst hat, ne? So ist das, ne? Ja. Ja, ich, okay. Passt doch, ne? Ja, passt so. Dann schreibt uns doch mal in die Kommentare, welche Blends ihr so empfehlen könnt, also Blended Scotch Whiskies. Welche ihr so geil findet und gebt uns auch mal eine Bastelanleitung, um Papierflieger zu bauen oder so. Und ja, kommt rein in den Bimmelim-Club, abonniert uns, wenn ihr Bock habt, benachrichtigt zu werden, wenn wir neue Videos drehen. Ja, lasst uns einen Daumen da, alles Mögliche, keine Ahnung, worauf ihr Bock habt. Folgt uns auf Instagram, Facebook. Newsletter könnt ihr abonnieren. Newsletter können wir abonnieren. Müsst ihr halt uns eine E-Mail schreiben, ne? Ja, wir sind noch richtig oldschool da am Start. Läuft am Schluss immer so durch. Richtig, genau, da könnt ihr uns dann halt was schreiben. Ja, und ansonsten würde ich sagen... Bis später. Bis später.
that's easy. Der ist schon. Gruselig einfach zu trinken. Mhm. Zeig das Ding. Pass. Was klatsch nicht, Alter? Kommt irgendwie mit über 60 Volumenprozente daher, das Ding oder was? Und ich bin mal gespannt, wenn er halt kommt, ob der was kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn aufmache. Vielleicht behalte ich ihn einfach auf und wenn da irgendwie so ein Lady-Fan kommt und gibt mir dafür 100 Euro, dann. Lass mal ein Reinorgel, ne? Ohne ein Reinorgel, oder was? Ja, scheiße, Famous Grouse, ey, hier. Guck mal mit den geilen Vogel da drauf, ne? Was ist das eigentlich für ein Vogel? Das ist ein Truthahn? Das ist ein Grouse, also eine. What is a Grouse? It's a Grouse. Oh, that's gross. Eine Ekel. Ist das eine Schnepfe? Guck mal hier, zum Vogel passt der Vogel. Hier, der Kollege fragt doch mal. Ja, genau, mach mal den Vogel halt, ne? Also, nur für dich! Ich bin ein Vogel! Ja, passen ja zum. Mach mal die Variante. Rebhuhn heißen die doch, oder? Rebhuhn? Rap. Ich bin ein Huhn, du bist kein Huhn. Ich kann nicht mehr. Ich bin ein Taifun. Ich bin ja, ein Taifun. No. Ich bin ein Taifun. Ich bin ein Stamm. Ich bin ein Stamm. Ich bin ein Stamm. Ich bin Buddy Murat. Okay, ja, erzähl du was für Famous Grouse. Ich kann was anderes erzählen über Famous Grouse und dann orgeln wir uns dann rein. Ja. Wieso nach der Amiga? Zusammen mit Gerhard. Das wird so gut, ey. Oh Gott. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir gleich ein kurzes Cognac hier noch getrunken haben. Ich fühle mich besser. Ja, fühle mich auch so ein bisschen. Was aber gruselig ist. Flügelt. Weißt du? Ja. Gruselig. Alkohol nicht gut. Okay, ich fang mal an, ne? Fang mal. Ich fang da mal an. Oh, geh da mal einen rein. Und ich auch direkt so auf dieser scheiß Diele. Die Diele, ne? Du bist auch schon so eingenordet, Alter. Ich mach mal Rücken jetzt hier. Okay.